Ich werde beschattet. Black Arrow will unsere kleine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit wir reden können. Ganz was Neues. Ich mein's ernst, Sam. Wenn diese Typen oder die Leute dich sehen, lasse ich das Treffen ab. Ich lasse nicht zu, dass man das ab. Niemand nutzt dich hier aus, Fräulein. Du hast die Karten gekauft und nicht benutzt. Das ist dein Problem. Okay, gut. Eilung, meine Herrschaften. Das ist ihre letzte Chance. Diese drei jungen Damen werden wir ausschalten müssen. Dann mach dir Meldung und ich schicke die Verstärkung schneller rein, als sie gucken können. Da ist eine dunkle Gasse. Gut. Alles okay? Warum verfolgst du mich? Komm mal mit ins Dunkle. Ich hab ich gar nicht gemacht, ehrlich. Echt nicht? Mal gucken, wie es aussieht, wenn dein Kopf in der Tonne steckt. Erzähl mir von Victor Kost. Das ist irgend so ein Typ. Ich, bitte, mehr weiß ich nicht. Nicht? Schade eigentlich. Gut, der zweite Typ ist hier lang gekommen. Das war eng. Sie wollen doch nicht etwa in der Gewissheit nach Hause gehen, dass Ihnen diese Gelegenheit entgangen ist. Gut, der eine Typ war dort in der dunklen Ecke, hat uns fast gesehen. Und der zweite, der wird uns gleich hier begegnen. Und da können wir erstmal warten. Oh, und ich sehe gerade, dass wir unten drei Marken haben zum Spotten. Ich denke mal, das werden wir dann auch ausnutzen. Dann. So, jetzt kommt da. Daneben. Na, suchst du mich? Mist, Sie sind Fischer. Richtig erkannt. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Nicht, das wollen wir noch mal gucken. Letzte Chance. Das ist die letzte Chance. Verrat mir doch mal, was ihr mit Vic Kost und mir vorhabt. Oh Mist! Fischer! Ich sollte Verstärkung rufen, wenn ich sie sehe. Die warten und sind bereit, sie zu holen. Ja, daraus wird wohl nichts mehr. Das stimmt wohl. Also für ihn nicht mehr. Einmal die Gurgel gequetscht und fertig war. So, jetzt muss ich mal aufpassen, nicht, dass der hier gleich ist. Und der stand vorhin hier in der dunklen Ecke. Hast Hunger, was? Nicht nur das. Sheila ist auf einem Gesundheit. Ich meine, natürlich ist so die Frage, wie ich mich jetzt hinstelle. Ich glaube, ich werde mich jetzt hier hinstellen. Hier ist doch gut. Hier. Ja, hier ist ganz gut. Genau. Hier macht gleich alles zu. Lass mich noch mal. Dann sieht er jetzt nicht, dass ich mich hier verstecke. Und ich kann jetzt. Fand noch kein Treffen statt. Das ist richtig. Hast du eine Sekunde? Oh Scheiße, Fischer! Sind wir? Oh Scheiße! So, ich möchte mal sehen, wie dein Kopf in so einem Zwergenmützchen drin aussieht. Und da mal ein bisschen mit Ketchup und Senf. Verfeinern. Warum beschattet ihr Victor Kost? Kost war ein Köder. Wir wussten, dass er ihnen helfen würde. Wir sollten Verstärkung rufen, wenn wir sie sehen. Nee, danke schön. Ich verzichte. Und jetzt können wir beruhigt zu Victor gehen. Vic, ich habe mich um deine Verehrer gekümmert. Es wird einen Moment dauern, bis die Jungs in ihrer Einsatzzentrale kapiert haben, was los ist, und Verstärkung schicken. Wie sieht's aus, Alter? Kennst du dich am Washington Monument aus? Ja. War ein Großspender, während
Nicht wirklich, aber... Das ist aber sehr nett. Nicht wirklich, aber ich denke mal, das ist ein... Ist sehr unauffällig, dieser Ort, dieser Platz. Ja, also... Tag, klopf, klopf. Jetzt muss ich hier irgendwie reinkommen. Irgendwie steht da noch so ein komisches Auto. Nehmen wir doch einfach den Seiteneingang. Da bist du ja. Ist das gut hier? Leg das an. Uns bleibt nicht viel Zeit. Diese Typen waren sicher nicht allein. Wir besprechen das Nötigste und regeln den Rest am Telefon. Ja, klingt gut. Habt ihr deine Lieblingsknarre in die Tasche gepackt? Ist heute denn schon Vatertag? Halt die Klappe. Die Zeit drängt. Da drin ist ein tragbarer EMP-Generator, den mir ein Kumpel aus einer Forschungsabteilung des Militärs geliehen hat. Das ist ja nett. Die Tasche selbst ist abgeschirmt. Kannst dein Zeug reinpacken. Sobald du den Knopf drückst, brät alles um dich herum, was Strom verbraucht, durch. Schön. Hast du sonst noch was für mich? In der Tasche ist eine Akte. Hier die Kurzfassung. Es gibt eine Forschungseinrichtung namens White Box. Sie entwickelt fürs Verteidigungsministerium EMP-Technologie. Und? Vor 6 Monaten haben sie plötzlich die Ärsche von Black Arrow als Sicherheitsdienst verpflichtet. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die normalerweise keine Firmen beschützen. Ich glaube, es könnte da... Irgendeine Verbindung geben. Bingo. Ist nur eine Vermutung, aber du hast schon für weniger Fifth Freedom erhalten. Also schön. Du solltest langsam verschwinden. Ping mich aus sicherer Entfernung an, dann sprechen wir über White Box, bevor du reingehst. Okay. Pass auf dich auf, Vic. Ulkig, dass gerade du sowas sagst. Gut. Und die rennen alle weg. Was, eine Bombe? Ein Gasleck. Das Gasleck wurde gefunden. Sie können raus. Du willst wohl, dass wir dir folgen. Vergiss es. So. Scheißdreck. Leck mich. Position halten. Nicht da reingehen. Diese Kindergartennummer zieht bei mir nicht. Nicht? Beim Flugplatz hast du schon. Oh nein, da kriegt uns niemand rein. Wieso kommst du nicht einfach zu uns? Na, warum sollte ich zu euch kommen? Fuck, da falle ich nicht drauf rein. Hast du gehört? Oh, oh. Leg dich hier mit den Falschen an. Diesmal schießen wir nicht vorbei. Die Stadt schickt uns. Wir sollen dich beschützen. Oh, Mist, ich muss ja nah dran sein, wenn du... Wir kommen im Auftrag der Stadt. Mist! Granate! Vorstoßen und den Kerl erledigen. Los! Ach, scheiße. Findest du das lustig? Na, warte. Hast nicht die geringste Chance, Fischer. Komm raus. Hab ihn verloren. Schickt Verstärkung. Bin auf dem Weg. Wir kommen im Auftrag der Stadtwerke, um Ihnen zu helfen, Mr. Fischer. Wo sind Sie? Ich bin gerade in Gefahr. Komm raus! Was zum... Hast du gesehen, wo... Ja, hab ich. Ich habe eine Störung hier. Fischer ist in der Gegend. Am Flugplatz. Wir haben ein Problem. Anscheinend wird Fischer was im Schilde. Oh fuck, jetzt wird's etwas enger. Scheiße, Fischer versucht das gleiche wie auf dem Flugplatz. Da drüben, Schalt! Das Fest ist vorbei, Fischer! Du hast dich mit dem Fall... Ach, renne doch mal. Ich halte immer die Taste und dann passiert da nichts. Hey, oh, da ist ja noch einer. Du bist ein alter Mann, Fischer. Weißt du, dass ich ein alter Mann bin? Ob. Da hat er zu lange gebraucht. Renne. Ja, versteck dich hinter so einem Strohhalm, ey. Von allen Richtungen. Hat jemand ein Magazin übrig? Das hier läuft anders als die Nummer am Flugplatz. Mist, Magazin. Was, Penner? Zeig mir, was du drauf hast. Letzte Fahrt für heute, Fischer.
Halt die Klappe! So, oi, 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 oi. Ja, ich glaube, jeder hat Fischer gefunden. Oh. Dann nicht. Wir sollen dich beschützen. Danke, ich kann auf mich alleine aufpassen. Ich verzichte. Oh, ich hab jetzt echt nicht damit gerechnet, dass hier einer ist. Aber gut. Das hätte auch besser. 27. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie wirklich gekannt. Nein. Und du kennst mich auch immer noch nicht. Okay, was hat es mit Grimm auf sich? Ist denn unser Freund oder Feind? Als Sam kam, ich um Hilfe bat, konnte ich nicht nein sagen. Sam war wie ein einsamer Wolf. Ihn musste man immer daran erinnern, wie wichtig es war, auch mal für andere den Kopf hinzuhalten. Nach der Spielerei beim Monument hieß Sams nächstes Ziel Whitebox. Die Typen, die den Laden gekauft hatten, waren bereits dabei, alles, was sie brauchen konnten, wegzuschaffen. Aber ihm war egal, was sie vorhatten. Er wollte da rein. Auch wenn eine doppelwandige EMP-Forschungseinrichtung nicht viele Hintertüren hatte, ihm reichte eine. Gut, und so sind wir jetzt in der Forschungsabteilung hier und ich muss jetzt irgendwie einen Platz finden, dass ich nicht entdeckt werde. Ah, komm, rein zur nächsten Deckung. Gut. Der ist dort, ich hoffe, das reicht. Scheint kein anderer gehört zu haben, glaube ich. Trotzdem muss ich ein bisschen vorsichtig bleiben. Ist hier irgendwas drin? Okay. Ich habe jetzt diese Uzi da aufgenommen. Und Vic, wie komme ich in den Kasten rein? Such nach einem Lufttauscher auf der Seite des Gebäudes. Brich ihn auf, geh die Treppe runter und such die Überwachungssysteme. Sobald du Zugriff auf die Kamerabilder hast, dürfte sich dein nächstes Ziel von selbst ergeben. Berühmte letzte Worte. Gut, ich hoffe nur, dass ich jetzt richtig geguckt habe, dass hier keiner ist. Und wir werden jetzt dann nochmal hochklettern. Dazu müssen wir nur den richtigen Eingang finden. Und das sieht mir doch eigentlich ganz gut aus. Hopp, na komm, alter Mann. Wie hoch kommst du? Ja, ist doch noch recht fit für sein Alter, der liebe Sam. Und vor allem den schwindelfreie Sache, ne? Also für mich wäre das jetzt nix. Mich da jetzt einfach irgendwie hochzuhangeln, mir den Weg zu suchen. Einfach aus dem Grund. Weil ich einfach mal Angst hätte, dass ich da abstürzen könnte. Weil so ohne Sicherheit. Hm. Weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Aber wie dem auch sei, wir klettern uns ganz in Ruhe hoch. Sollte ja kein Problem darstellen für einen Hochsicherheitstrakt hier.
Nee, nach unten. Nach unten sollst du bitte klettern. So. Und wir werden mal etwas langsamer. Jetzt müssen wir einen Weg nach unten finden. Hier ist noch eine Tür. Da kann ich nicht lang. Okay, dann werde ich einfach mal hier diesen Weg benutzen und verfolgen. Wir werden etwas langsamer, weil sich jetzt hier Fenster uns entgegenspringen. Ist jetzt nur die Frage, welche Richtung wir runter wollen. Ah ja, hier ist ein Röhrchen. Dieses Klettern, wir machen mal schneller runter. Du kannst auch ein bisschen schneller klettern. Ich erlaube es dir, Sam. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht entdeckt werden. Gut. Und bevor wir auf das Überwachungssystem zugreifen, stelle ich mich jetzt hier in diese Ecke. Und verabschiede mich für diese Folge. Also, bis dahin. Macht's gut. Euer Buffke. Ciao.